Zwei Passanten hatten nach Angaben der Polizei den Mann gegen 1.00 Uhr nachts um Hilfe rufen hören und vergeblich versucht, ihn aus der Kronach zu ziehen. Die starke Strömung riss den Mann flussabwärts. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei nach dem Unbekannten. Großaufgebot im Einsatz, Polizeisuchhunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von freiwilligen Feuerwehren, der Wasserwacht und der DLRG. Der hohe Pegelstand und die starke Strömung erschwerten die Suche. Die Großaktion wurde am späten Samstagnachmittag erfolglos abgebrochen, so die Polizei. Derzeit fahren Streifenwagen die Uferbereiche ab. Die Suche hat sich bis Lichtenfels ausgeweitet. Polizei sucht Zeugen. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt sein, kurze schwarze Haare und eine kräftige Figur haben. Er trug eine Jeans und dunkle Kleidung. Am Ufer fanden die Beamten eine grau karierte Wollmütze des 1. FC Nürnberg. Noch immer bittet die Kripo Coburg Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Punkt. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, möchte sich mit der Kriminalpolizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561 605